Auf der ersten Seite finden Sie einen QR-Code mit Seriennummer. Scannen Sie den QR-Code per Smartphone ein. So entsteht eine Verbindung zur Seriennummer des Buchs. Sie können nun den audiovisuellen Inhalt des Buchs nutzen. Wenn Sie zu einer Seite bewegte Bilder sehen möchten, gehen Sie einfach zum QR-Code der Einheit am unteren Rand und scannen Sie ihn mit dem Smartphone. Das Lehrvideo wird sofort abgespielt und führt Sie schrittweise zur Gestaltung eines schienensamen Bonsais. Heute gestalten wir einen Bonsai mit Avocadosamen. Ich habe die Avocado vorab mittig durchgeschnitten. Beim Aufschneiden unbedingt vorsichtig sein. Betrachten wir einmal die Schönheit des Samens nach Entfernung der Haut. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie gemäß der Menge Ihrer Samen Ihr Design anpassen können. Hello everyone. The plant design today is the yolk fruit. Here's a sample of the yolk fruit. From this angle, it looks like a penguin. This is when we know it is ready to plant. When the roots have sprouted, be careful not to harm them. こんにちは。今日は福木の種の鉢植えデザインです。鉢植えデザインをする際、芽を容器の外側に向けるよう並べます。麦飯石を使用しているので、水を加えます。大家好，我们今天要来介绍的是枇杷。用指甲在种子的表皮上轻轻地抠出一个洞，这样一来就很容易剥掉枇杷的种皮。整个的排列设计组合，决定将来成长后的美与不美。Herkese merhaba. Bugün sizlere fıstığın ekim tasarımını tanıtacağım. Bu esnada biraz daha özen gösterirseniz, ilerideki gelişimi kesinlikle size daha büyük getiri sağlayacaktır. Merhaba bikum. Senakum al-yawma bi'amal tasmiman li nabtatil sandi. يجب وضع الجذور باتجاه الأسفل دائماً حول حافة الوعاء. أبدأ من الحافة الخارجية ثم أنتقل للداخل. Hola a todos. Hoy les voy a presentar el diseño del bonsai del cafeto arábico. Cuando tengamos tiempo o suficiente cantidad de granos, podemos empezar el diseño inmediatamente. Les recuerdo que cuando los colocamos hay que orientarlos en la misma dirección. Una disposición regulada también demuestra la belleza. Hello, 오늘 소개할 것은 마노구슬의 분재 디자인이에요. 마노구슬의 성장 속도는 아주 빠르고 실을 꺼내기도 쉬워요. 그리고 디자인까지 간단해요. 시간 있으면 꼭 해보세요. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le pois sabre, appelé aussi en chinois haricot du phénix rouge. Lorsque la racine est trop longue, faites un trou plus profond. Soyez prudent lorsque vous l'enfoncez pour ne pas la casser.
大家好，今天给大家带来的是银屑。接下来我们用麦换石来教大家做水根的设计。由于根系都有一定的长度了，我们若直接插入，根系很容易断掉。最后我们来欣赏银杏种子盆在不同阶段成长的美。